Am Freitagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall auf der L729 zwischen Salchendorf und Deutz 5 Personen schwer verletzt. Der Unfall, bei dem 2 Autos frontal ineinander krachten, ereignete sich um kurz nach 13 Uhr. Zu dem Zusammenstoß kam es, als ein 33-jähriger Skoda-Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt mit seiner Frau auf dem Beifahrersitz und 2 Kleinkindern auf der Rücksitzbank auf der Landstraße unterwegs war, für einen kurzen Augenblick abgelenkt war. Der Mann aus Rittershausen verlor die Kontrolle über den Skoda und lenkte seinen Wagen ungewollt in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 23-jähriger Golffahrer aus Netphen konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, um den Zusammenstoß zu vermeiden. Die 4 Familienmitglieder in dem Skoda und auch der Golffahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt mehrere tausend Euro. Auf der Landstraße kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.